Wir decken eine Menge ab. Also eigentlich alle Medien, ne? Von Fernwärme, Nahwärme, über Anlagenbau, Trinkwasser, Gas, Schmutzwasser, Regenwasser. Vom Bagger angefangen, vom kleinen 1,5 Tonner und ein bisschen der größte irgendwo ist um 75 oder 78 Tonnen. Berlin-Brandenburg und wir haben eine Niederlassung in Darmstadt. Der Job wird sehr gut bezahlt. Ich habe auch genug Urlaub. Nein, auf Montagen müssen wir überhaupt nicht. Ich bin selber damals in Montage gewesen. Da leidet die Familie, leiden die Kinder drunter. Wir versuchen, unsere Arbeit hier zu finden. Es ist so genügend Arbeit da. Ich würde ihm als erstes sagen, wenn man gerne herkommt. Wenn man morgens aufsteht, gerne herkommt. Sicherlich, der Job gibt es her, dass man auch mal Stresssituationen hat. Aber die werden auch wieder mit schönen Situationen aufgefangen. Also man kann sich hier verwirklichen. Naja, ich sag mal von der Technik her, ich glaube, da beneiden uns schon manche. Naja, Besonderheiten. Heutzutage bauen sie ja die Bagger schon so, dass man Klimaanlage drin hat. Nur mal für die warmen Tage, Heizung, Radio, hast alles drin. Super. Super für uns Baugeräteführer. Wir sind hier in Berlin oder in Land Brandenburg, also nicht weit entfernt. Die MAA ist wirklich ein mittelständisches Unternehmen, das schnell gewachsen ist, aber wo man gerne zur Arbeit hingeht, weil man weiß, dass ein tolles Team einen erwartet. Die Materialien sind schöner. Also die fängt an bei den Arbeitsfahrzeugen. Du hast wunderschöne Arbeitsfahrzeuge, alles schick, alles neu. Du hast doch die besten Materialien, was halt in den anderen Firmen nicht so oft gang und gäbe ist. Wir sind sehr groß geworden. Wir haben uns weiterentwickelt. Wir haben neue Techniken gekriegt, gute Werkzeuge, neue Maschinen. Wir haben eigentlich sehr gute Materialien und Werkzeuge. Und wenn wir brauchen, ist auch alle da. Brauchen bloß Bescheid da, können wir uns holen. Es gibt auch Elektro-Cross-Bikes, mit denen man in der Pause fahren könnte. Dann gibt es den Fitnessraum oben. Das ist gut, ordentlich bezahlt, ja. Ja. Bei der MAA zählt das Erste für mich, wie der Arbeitnehmer, wird dir jedes Mal pünktlich der Lohn zahlt, immer. Das gab es noch nie anders. Du hast vernünftige Arbeitskleidung. Im Endeffekt brauchst du was Schlipper mitbringen, den Rest stellen wir. Aber so prinzipiell, vor allem Chef und so, der versucht immer mal irgendwie ein Weihnachtsgeld oder jetzt hatten wir vor kurzem eine Jubiläumsfahrt. Da waren wir alle dann zusammen für ein Wochenende in einem Hotel. Also macht ja auch nicht jede Firma. Ich kann sagen, da bin ich das beste Beispiel. Ich habe unten im Graben angefangen. Ich bin ganz normaler Monteur gewesen, bin jetzt als Projektleiter tätig. Also die Chancen in der MAA zur Weiterbildung habe ich ganz selten in anderen Firmen so erlebt wie hier. Also wenn der Kollege kommt und sagt, ich habe eine Idee, ich möchte das gerne machen, was uns weiterbringt, ist natürlich die Voraussetzung, sind alle Türen offen. Wir haben die Gutscheinkarte, die Ehrenrent-Gutscheinkarte, 50 Euro kriegen wir monatlich. Wir sind da schon wie eine große Familie, sag ich jetzt mal.